Moin, moin, da sind wir wieder bei Siedler 3. 3, ich habe rausgescrollt. Ja, wir bereiten hier eigentlich einen Fight vor. Also, ich gucke gerade. Sind wir schon so weit, dass man sagen könnte, wir können einen Fight vorbereiten? Wir könnten ein paar mehr Schmieden gebrauchen. Doch, wenn ich, wenn ich das richtig sehe, ist immer noch Gold, Kohle ein gewaltiges Problem. Aber ich würde sagen, das werden wir zeitnah noch nachziehen können. Da mache ich mir so erstmal gar keine Birne. Was wir auf jeden Fall bauen können, ist nochmal ein Sägewerk mehr. Eigentlich. Wie ich so die Anzahl unserer Holzfäller begutachte. Aber die sind ja hier eigentlich so gut wie raus. Hier nochmal auch alles wegmachen. Dann sollten wir uns so langsam mal um Waffenschmieden kümmern. Hier hätten wir dann auch nochmal eine Werkzeugschmiede. Ich denke mal, ich denke nicht nur, es ist so, eine muss reichen. Ganz klar, es ist nicht so, dass wir, weiß ich, wie viele Werkzeuge brauchen. Nein. Shit. Platz für eine Waffenschmiede ist jetzt natürlich trotzdem nicht. Das ist schlecht. Dann ziehen wir halt hier oben welche nach. Solange wir den Platz noch haben, eventuell sollten wir auch drüber nachdenken, nochmal irgendwo ein großes Wohnhaus hinzuballern, am besten gleich hier vor Ort. Dann ist das gut. Und ich habe herausgefunden, man kann die Zeit vorspulen mit den F-Tasten. F1, F2, F3. So können wir nochmal ein bisschen mehr Yassim. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Wusste ich vorher nicht. So, wäre mir auf jeden Fall ein Gedicht, wenn die Kohleminen mal ein bisschen Gas geben würden. Liegt aber sicherlich auch daran an der fehlenden Nahrungsversorgung. Hier unten. Genau, da ist noch eine. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6 werden mir angezeigt. Okay, das ist ja kurios. So, der Winzer produziert Wein. Das ist der große Tempel. Dann brauchen wir noch einen kleinen Tempel für das Mana. Und wir können ja schon mal einen Blick wagen. Schauen wir doch mal rein, was wir zu erwarten haben oder was halt nicht. Keine Bogen. Er arbeitet auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass irgendwas stagniert oder so. Manchmal hat man es ja mit der KI so. Ich weiß nicht, wie es beim vierten Teil ist. Im vierten Teil habe ich selbstverständlich auch. Gab es alles mal recht günstig. Habe ich mir gleich erstmal alles besorgt, was so gibt, war. Die Goldschmelze. Ja, es fehlt natürlich weiterhin an Kohle. Mehr Kohle auf jeden Fall. Werden wir tatsächlich doch noch die zwei Holzfäller hinbauen. Den Werkzeugmeister sagen, dass er mal noch zwei externe produziert. Falls ich diese brauche, ich bin mir nicht sicher. Schauen wir doch mal. Wir haben noch hier Nachrichten. Es fehlt eine Axt. Da geht's schon los. Also brauchen wir sogar drei Äxte. Ganz einfach. Das war ja einfach herauszufinden. Hammer. Schön verklickt. Hier haben wir's. Also leg los, dass wir hier an unsere Äxte kommen. Ganz klar. Hier sind noch die Waffenschmieden. Warten auch auf Stein. Könnte natürlich sein, dass die Steinvorkommen hier aufgeraucht sind. Naja, ist falsch, hab gelogen. Hier ist noch was. Aber langsam, aber sicher wird's knapp. Hier haben wir noch ein bisschen. Da ist noch was. Was ist denn mit ihm hier? Er ist leer. Den muss er da hochgehen. Da finden wir auf jeden Fall was. Quasi sind wir jetzt in der
Situation, dass wir ja, bis jetzt alles schon hätten gebaut haben müssen, dass wir weitermachen können. Ja, dass wir irgendwann mal den Sack zumachen können, weil ich denke mal, lange warten brauchen wir nicht mal. Hier passiert nicht mehr so viel auf Gegnerseite. Erlaube ich mir zu sagen. Ich könnte ja mal einen kleinen Push machen. Ich habe ziemlich viele Bogenschützen, muss ich sagen. Das muss ich, glaube ich, mal runterregulieren. Ah, wenn es die Hälfte sind, reicht's auch. Dicke. Dann gehen wir mal schon mal Hallo sagen. Wir haben auch eine Kampfkraft von 72%. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich möchte behaupten, das ist schon mal recht nice. Geht schon los, hier entbrennt der Kampf. Deren Kampfkraft kann ich nicht begutachten. Muss ich auch nicht. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, boah, kommen da richtig Männer. Da sollten wir uns vielleicht nochmal zurückziehen und drüber nachdenken. Aber gut, Leute. Naja, konnte natürlich auch nachpumpen, ne? Das ist selbstverständlich. Hier unten wären noch Steine. Gut. Wie gesagt, hier in dem Bereich. Vielleicht mal anscopen. Da muss hier ein bisschen was kommen. Hier ist noch eine Mine, siehst? Da war sie. Andere Kohlemine. Gerade nicht, wenn ich doch gesucht habe. Es hieß 6 sind's. Hatte es nicht gefunden, aber doch jetzt wurde es mir klar. Da war sie. Keine Steine. Was macht man, wenn man keine Steine mehr hat? Man könnte die Mönche benutzen. Hier was holen lassen. Ja, durch diese göttliche Gabe, glaube ich, irgendwie so. Dann droppt da so ein bisschen was. So, die nächsten Units stehen schon bereit. Ah, vielleicht nehmen wir doch mal noch ein paar mehr Bögen raus. Setzen wir hier die Priorität drauf, bitte. Dass da schnellstmöglich die nächsten Steine kommen. Der Aussichtspunkt ist nicht besetzt. Okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kasernen braucht man ja nur eine. Also das ist nicht so, dass ich jetzt mehrere bauen könnte und es dann halt mehr Units ausspuckt. Das soll nicht der Fall sein. Na, ja, hier in diesem Bereich halt noch. Vielleicht holen wir da mal ein paar Pios ran. Die sich hier mal rum kümmern. Und unsere Grenze mal ein Stückchen nach außen verschieben. Hatte ich angefordert, sieht aber nicht so aus, als würden sich 5 in diese Richtung bewegen. Ah, ne, das sind Geos. Na, ist ja halt, ich meine mal, die 3 Leute werden es ja wohl hinkriegen. Das da mal kurz zu verlagern. Das sieht gut aus, hier wird der Steinbedarf nach und nach gedeckt. Sehr gut. Ist natürlich auch nervig, wenn man für den Steinmetz Stein benötigt und es einfach nicht da ist. Das ist natürlich auch recht unangenehm. Hat der noch? Ja, ein bisschen hat er noch. Keine Schwerter. Doch, wir haben Schwerter. Jetzt heißt es sicherlich, dass wir keine Units mehr haben.
Keine freien Leute. Vielleicht könnte ich da sagen, wisst was, pass auf. Nochmal 5% Träger weniger, auf zur Kaserne mit euch. Das könnte vielleicht der Deal sein. Weil Planierer brauche ich auch nicht mehr so viel. Bauarbeiter brauchen wir auch nicht mehr so viel. Aber jetzt können sie sich so langsam alle Richtung Kaserne begeben. Langsam, aber sicher. Ja, da passiert's. Da passiert's, da werden nach und nach die Schwerter platziert. So will ich das sehen. Zeig mir mal nochmal, was da hinten drin ist. Oder was halt nicht. Goldlager sind voll, die haben sich jetzt gerade sehr fix gefüllt. Jetzt müssen wir hier die Lager bauen, da kommen wir gar nicht drum herum. Ob es mir nun passt oder nicht. Goldlager an der Grenze, gefährlich, aber es geht nicht anders. Das hier sieht sehr gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Müssen wir dann doch so bauen. Ist halt so. Hauptsache wird fertig. Neue Prioritäten werden gesetzt. Hallo, legt los, Freunde. Wir brauchen hier Einheiten. Auch der Feind schläft nicht. Das sollte euch bewusst sein. Müsste dann auch nur der Wein hier oben ankommen. Dann ist das schön. Gut. Gehen wir nochmal Hallöle sagen. Kann ich nicht auch einfach sagen, den auflösen? Den Bogenschützen auflösen und dann lieber ein paar Nahkämpfer reinholen. Oh ja. Die kam gerade nach. Geil. Und der Counterangriff. Vielleicht. Jawohl. Konnten wir sie ablenken. Geil, dass sie genau da sich pullen lassen. Abreißen. Rennt gerne nochmal in die Burg rein. Die Bogenschützen regeln das schon. Jawohl, einer ist raus, auch wenn es wenig ist. Irgendwo rennt auch ein Priester drin rum. Er macht mich nervös. Jawohl, jetzt könnt ihr hier nochmal einen schönen Infight. Oben kann nicht abgerissen werden, weil ist nicht. Oh, Nebel. Ist wahrscheinlich. Aber es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Der Fight läuft wunderbar. Ich sehe zwar bloß ein paar Punkte. Hier höchstwahrscheinlich auch. Aber ist egal. Der Fight ist soweit sehr gut für uns ausgegangen. Trotzdem müssen wir hier aufpassen. Nicht, dass sie uns im Inland die Türme wegruppen. Dann hat das Ganze auch kein Hand und Fuß. Kann ich auch nicht wegreißen? Doch, jetzt kann ich ihn wegreißen. Jetzt vielleicht? Ja. Ist immerhin ein Soldat, der uns fehlt. Sind wir ehrlich? Durch die Materialien an. Ey, klau die Materialien. Los geht's. Träger. Auf. Solange sie da sind. Weiter machen wir mit unserem Feldzug. Wir haben natürlich noch einen Arsch voll Türme, die weg sollen, müssen.
Units, Verstärkung, immer nach vorne. Interessant, dass der Turm auch immer nur von 2 gefightet werden kann. War mir vorher auch nicht so bewusst. So, Turm weg. Turm weg. Hört der schon uns? Nein, hört er nicht. Na, erst die Tür aufbrechen und dann rein in den Typen. Das ist schon geil. Wäre cool gewesen, wenn die Minen so als Nebenprodukt gerne mal Steine gefördert hätten. Wenn die Erfolgschance halt quasi gerade niedrig ist, dass sie dann quasi mal einen Stein oder irgendwas ausspucken, nur so als Idee. Okay. So machen wir das, ne? Musste mal gerade kurz mal texten, ja. Das passiert mal so nebenbei. Irgendwo wird mir gesagt, es wird gefightet, aber ich sehe hier eigentlich weiter nichts. Stärkung kann gleich durchrennen hier. Über eine andere Seite meinetwegen. Die bohre ich da ist ein bisschen größer. Kommt wohl ein bisschen mehr bei rum. Wenn das Wohnhaus fertig ist, dann kriegen wir ja nochmal einen richtigen Militärbuben. So, abrippen den Müll hier, weg damit. Das werden wir wohl nicht mehr erleben, ne? Aber das Material haben sie sich schon geholt, wenn ich das richtig sehe. Auch geil. Hier ist ein Arsch voll Gold drin. Das sollte auf jeden Fall ein Target sein. Weiter, Freunde, wir sind noch nicht fertig. Angriff. Nur noch sehr wenig Nahkampfeinheiten. Das ist natürlich übel. Ich brauche scheinbar brauche ich doch noch. Sag schnell. Na, ihr wisst doch, was ich sagen wollte. Das Wohnhaus, so. Weil die Units jetzt nämlich zur Neige gehen. Kann er hier was machen? Göttliches Grün. Genau. Ist ja geil. Dann kriegen wir das so weg. Gut zu wissen. So, wie sieht's aus hier? Nur noch ein Nahkämpfer. Eieiei, das wird auf jeden Fall sehr sportlich. 20 Bogenschützen. Das ist echt übel. Geil. So, das Wohnhaus schmeißt ordentlich raus. Seht zu. Nehmt euch Schwerter, gönnt euch Schwerter. Jetzt geht's los, jetzt haben wir ein paar Leute. Ah, kriegen wir es noch? Nein, kriegen wir nicht, verdammt. Jetzt müssen wir... da bleiben und warten. Ah, nein. Falschmeldung, hier haben wir noch 2 Gebäude. Mal die abreißen, dann kriegen wir ja doch noch Leute hin. Da können wir noch mal richtig reinbrechen in die Linie. Jetzt kommen die Units zustande. Schwerter abgelegt. Da geht's los, auf geht's. 10 Leute, 10 Units. Angriff. Ich will da sofort rangehen. Ist unser Wachturm? Ne, sieht nicht so aus. Haben sie nicht geschafft.
Dann zieht euch mal einen Millimeter zurück. Hier ist noch ein Turm, den brauchen wir nicht. Alles voll mit Leute hier. Ich habe natürlich hier die Garnison auch voll besetzt, ne? Aus Sicherheitsgründen. Muss man ja auch verstehen, ne? Das hier Grenzgebiet. Da muss man schon ein Auge drauf haben. Aber jetzt ist hier vorbei. Hier machen wir jetzt hier den Abriss, Goldabriss. Und wandert die Kampfkraft noch auf unsere Seite. Das ist dann schon sehr gemein, sage ich vorsichtig. Aber ist so, that's the game. Und irgendwann müssen wir hier auch den Sack zumachen. Ploppt die alle über einen Haufen. Ah, die Bogenschützen auch noch. Die wehren sich auch noch, warum auch immer. Weg damit. Nächster Turm. Ah, jetzt haben wir das Gold noch nicht. Für uns. Ihr splittet euch mal auf. Ihr braucht da bloß 3 Leute für. Na komm, nimm den mit. Jawohl. Hier hin. Und ihr geht dahin. Wunderbar. Das sind noch mehrere Türme. Da ist noch ein Turm. Ja, ja. Aber so nicht, meine Freunde. So nicht. Da fragt man sich, ob da überhaupt einer drin gesessen hat. So. Auch weg. Hier geht's weiter. Da ist noch einer versteckt. Alles überrennen. Wow. Weg. Natürlich in der hinteren Backline wird natürlich fleißig nachgepumpt. Für den Fall, dass. Dann soll es das hier auch gleich gewesen sein. Mit dem Fun Gameplay. Siedler 3. Wem schießt ihr hier? Lasst doch die Geologen Geologen sein. Bumm. Weg. Weg. Alles weg. Hier fällt jetzt auch der letzte Turm. Und dann Hammers. War ein schönes Spiel, war ein schnelles Spiel. Mich wundert, dass die KI funktioniert hat. Paar Mal hat sie rumgesackt, aber ich denke mal, das lag auch wirklich an den Maps. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das nächste Fun-Gameplay wird nicht in Siedler 3 stattfinden, wenn denn in Siedler 4. Muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege da. Also zumindest die Fun-Gameplays, die siedlertechnisch relevant sind. Ansonsten sehen wir uns wieder bei irgendwelchen anderen Games. Und danke fürs Zuschauen, Like nicht vergessen und tschüss.